Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Wir haben uns heute eingefunden, um über meinen Müll zu reden. Ja, den habe ich nämlich über einen Monat lang gesammelt und der befindet sich hier drin. Und wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieße die Show und viel Spaß mit dem Video. Wow, ne? Also es ist halt ein Körbchen mal wieder und ja, vor allem Pflege ist hier drin, ein bisschen dekorative Kosmetik und ich liebe diese Formate. Ich liebe es, die Aufgebraucht-Videos auch von meinen Kolleginnen und Kollegen zu gucken, weil man da einfach die beste Review zu den jeweiligen Produkten bekommt, denn die Produkte wurden aufgebraucht. Das heißt, sie wurden von Anfang bis Ende verwendet. Das sind immer Langzeittests, die man dann auch so bekommt und deswegen liebe ich es. Und deswegen, ja, habe ich mir gedacht, heute ist ein Tag dafür, dass ich euch dieses Video abdrehen kann. Ich habe da Bock drauf, die Kiste ist relativ voll und zum Ende des Monats kommt sie immer online und von daher starten wir die Schuhe. Ich habe hier zuallererst etwas von dieser L'Oreal Elvital Glycolic Gloss Reihe von, ja, L'Oreal. Genau, das sind diese hier, das sind ja die neuen Produkte, ne? Und die habe ich mir auch selber gekauft, das müsste, genau, im Rossmann gewesen sein, da musste ich ja ein bisschen suchen und habe ich dann auch angewendet. Ich war auch in diesem Stream mit dabei, weil ich ja in so einem L'Orealista-Club bin und so weiter. Und da wurde einem auch ein bisschen was dazu erzählt. Ich weiß nicht, ob das Produkte sind, die sinnvoll im Sommer auch sind, weil du hast ja auch Glykolsäure drin. Es ist jetzt nicht so super viel Glykolsäure drin, dass es ein richtig chemisches Peeling wäre oder so. Trotzdem weiß ich nicht, ne? Also ich habe es jetzt quasi vor Ostern aufgebraucht und kann euch da ein bisschen was zu sagen. Der Duft traumhaft. Oh mein Gott, ja, richtig, richtig schön. Du brauchst auch nicht viel von den jeweiligen Produkten, weil die doch sehr, sehr effektiv sind. Es kann auch sein, dass wenn du wirklich alle Produkte aus der Reihe verwendest, dass es für die Haare etwas zu viel sein könnte. Ich habe die auch nicht jeden Tag verwendet. Die Spülung, ja, bei jeder Haarwäsche. Das Shampoo habe ich im Wechsel mit einem anderen verwendet, was ich euch gleich zeigen werde, weil mir das wirklich ansonsten zu viel auch auf der Kopfhaut war, weil das dann doch durch diesen Glosskomplex und diese ganze Glykolsäure-Geschichte schon sehr intensiv war, ne? Also ja, also hat schön gereinigt, dieses Shampoo, hat schön gepflegt, diese Spülung. Wäre jetzt aber nichts, wo ich sage, oh mein Gott, das ist jetzt das absolute Must-Have-Haarprodukt, was man sich in der Drogerie holen muss. Weil so ultimativ hat es jetzt meine Haare nicht verändert. Klar, meine Haare, ne, sind, wie sie sind, ich sollte vielleicht öfters mal zum Friseur gehen, um da vielleicht ein bisschen mehr Struktur reinzubekommen. Meine Erfahrung ist einfach, dass ich sowohl bei Skincare als auch bei Haircare vielleicht einen Euro mehr ausgeben muss, um halt auch richtig hochwertige Qualität zu bekommen und ein intensiveres Ergebnis zu kriegen. So, ne? Das hier war definitiv besser, als wenn ich jetzt irgendwelche super günstigen Sachen nehme, sei es von Balea oder so, da komme ich ja nicht immer so gut mit zurecht. Trotzdem war das nichts, was ich euch jetzt extrem ans Herz legen möchte. Man kann sich das anschauen, wenn man möchte, aber es ist jetzt nicht so ultimativ so, ne? Es ist schön, aber ja, nice to have, aber kein must have. So, danach habe ich gesucht. Ich habe das im Wechsel verwendet, das Shampoo mit diesem Balea Wachstum und Stärke Shampoo. Das hatte ich in dem Trashy drin. Trashy Saurus hatte ich mir das rausgenommen und das war halt solide, ne? Das war jetzt kein, oh mein Gott, krasses Shampoo oder so, aber das war halt mild. Und das mochte ich ganz gerne, gerade jetzt so im Wechsel mit dem von L'Oreal. Und es hat gereinigt, es hat sich gut auswaschen lassen und ja, hat auch ein gutes Kopfhautgefühl hinterlassen. War jetzt nicht so dieses quietschige Gefühl, aber auch nicht dieses, ich habe zu viel auf meiner Kopfhaut, wisst ihr. Und dementsprechend, ja, fand ich das okay. Ich weiß nicht, ob es noch so gibt. Wie gesagt, es war ein Trashy. Dann ist es ja meistens der Fall, dass man das einfach vielleicht schon ein paar Tage länger im Schrank hatte und dann halt erst ein Trashy reingelegt hat, wisst ihr. Genau, machen wir weiter mit dem Badezimmer. Es ist ja fast alles im Badezimmer. Naja, da ist irgendwas ausgelaufen. Gerade dieses Produkt sollte besser nicht auslaufen. Denn das ist für die Toilette. Nennt sich Pupuri. Möchte ich euch nicht von Namen zeigen. Verlinke ich euch gerne in meiner Infobox. Das ist ein Produkt, ja, das hat sich aufgedreht, da war noch ein kleiner Rest drin und der ist gerade rausgelaufen. Also, wenn man gerne möchte, dass man die Toilette verlässt und alles nach, was war das jetzt? Lavendel und Vanille riecht, ist dieses Produkt wirklich perfekt, weil du sprühst davon 3 Sprüher, bevor du dich auf die Toilette setzt, in die Toilette direkt rein, also in dieses, ja, in die Kloschüssel halt, ne? Und machst dann rein und dann
stinkt das halt nicht. Das war halt gerade in dem Fall ein Gamechanger, als hier der Magen-Darm ein bisschen an Tuch war. Deswegen muss ich gleich intensiv Hände waschen. Und genau, das ist super. Das kostet, ich glaube, einen Zehner oder so. Und das hält wirklich sehr, sehr lange. Und kann ich einfach empfehlen. Ich habe das immer verwendet, wenn ich halt, ne, mich danach gefühlt habe, dass ich das brauche. Und es ist ein absoluter Gamechanger. Ich habe das selber mal gesehen, als ich hier irgendwie auf YouTube mir Aufgebrauch-Videos angeschaut hatte. Ich muss mir jetzt ein feuchtes Tuch nehmen, das mal eben kurz abwaschen. Und habe das dort entdeckt, nachgekauft. Ich glaube, das war bei Schickimicki damals. Und ich fand das ja so gut. So gut. Ich werde mir das jetzt auch nachkaufen. Oder habe ich noch ein Backup davon? Das muss ich gleich nochmal evaluieren. Auf jeden Fall ein absolut großartiges Produkt, wo ich einfach finde, dass das einfach mein persönliches Gefühl in vielerlei Hinsicht verbessert hat. Und gerade wenn man zum Beispiel, also manchmal ist es ja, also von meinem Partner ist mir das jetzt ja nicht irgendwie unangenehm oder so, aber wenn man halt auch so Besuch da hat oder sonst irgendwie, ne, so, dann ist es ganz schön, wenn es halt nicht irgendwie müffelt. So, genau. Natürlich kann man auch ein Raumspray oder sowas verwenden, aber das ist wirklich effektiver, keine Frage. Also wirklich, probiert es gerne mal aus, ist wie gesagt gar nicht so teuer. Ich weiß nicht, ob es das noch gibt. Ich glaube, ich habe das vor 2 Jahren oder so mal gekauft. Nun, das habe ich heute Morgen aufgebraucht. Das ist von Jax Beauty Line. Ein Augenbrauenrasierer, den verwende ich ja nicht nur an meinen Augenbrauen, sondern halt in meinem kompletten Gesicht. Das heißt, ich mache, nennt man das Dermaplaning oder sowas? Also ich rasiere halt mein komplettes Gesicht. Das ist halt hier auch immer sehr, sehr intensiv notwendig, ne? Und auch hier an meinem Oberlippen. Moped und natürlich halt, ne, hier um die Augenbrauen drumherum, denn ich zupfe nicht mehr. Ich verwende halt einen Augenbrauenrasierer und finde, dass das einfach eine gute Geschichte ist. Da gibt es verschiedene Anwendungsmethoden und ja, man sollte es halt immer vorher desinfizieren. Man sollte die Klinge regelmäßig wechseln, dass du halt nicht mit einer stumpfen Klinge auf dem Gesicht bist, weil das halt sonst hautirritierend sein kann und so weiter. Sehr, sehr vorsichtig damit arbeiten. Ne? Immer aufpassen, wenn man mit einer Klinge am Gesicht hantiert, das sage ich euch. Und ja, genau, das war im Adventskalender. Da kannst du dir auch einfach die von Evelyn holen. Ne? Genau. Aber ich mag das sehr gerne, ich kann das empfehlen. Das ist einfach eine Sache, die bei mir halt auch dafür gesorgt hat, dass zum Beispiel das mega besser sitzt, dass ich einfach ein besseres Gefühl für mich selber habe. Denn es war halt sonst manchmal so, das fällt einem dann auf, wenn man halt irgendwie, keine Ahnung, ich saß mit dem Handy tatsächlich auf der Bank bei uns, auf der Terrasse und dann hat mein Gesicht sich reflektiert in meinem Handy-Display und dann habe ich halt so von unten gesehen, wie so ganz viel Make-up sich so an meinem Oberlippenbart abgesetzt hatte und hier so an der Seite und das fand ich nicht schön einfach, ne, für mich persönlich und habe dann entschieden, dass ich einfach sowas machen möchte und ja. Da gibt es den Trend, dass man sowas machen kann. Es gibt die Produkte dafür in der Drogerie und deswegen mache ich das ganz gerne. Ne? Seid vorsichtig, macht das vernünftig, verletzt euch nicht, kann ich nur immer wieder dazu sagen, aber es ist trotzdem eine ganz gute Geschichte. Und ich habe letztens noch, das muss ich auch noch als kleine, in den Aufgebraucht-Videos labere ich immer ein bisschen viel, ne? Ja. Letztens stand ich noch in der Drogerie, ich glaube, ja, das war halt quasi an dem Essensregal und daneben ist ja Evelyn. Und dann hatte quasi eine Mutter mit ihrer Tochter zusammen irgendwie irgendwas gesucht und dann erzählte auch die Tochter so, ja, und jetzt brauche ich noch so einen kleinen Rasierer hier für die Augenbrauen oder so. Und dann sagte die Mutter, nein, nicht rasieren, das ist nicht gut, das sollst du nicht machen, das erzählen alle, da wachsen die Haare so stark nach und so weiter. Und dann hatte die Mutter und die Tochter haben quasi miteinander diskutiert, das fand ich super interessant. Und dann sagte die Tochter nämlich, ja, aber wenn ich zupfe, dann kriege ich nicht alle Haare und wenn ich zupfe, dann wachsen die auch an Stellen wieder, wo ich die gar nicht haben will und die wachsen schief und so, ne? Also es war im Prinzip so dieses damalige Claudi aus den 2000ern diskutiert mit der aktuellen Claudi und die jeweiligen Wissensstände haben dann kollidiert. Ist nämlich so, denn ich habe damals auch in den 2000ern meine Augenbrauen gezupft und jetzt bin ich dabei, wieder meine Augenbrauen wieder herzurichten mit Augenbrauenseren. Läuft! Also solltet ihr dieses Video sehen, rasieren ist besser als zupfen. Schreibt gerne eure Meinung dazu, gerne auch in die Kommentare, aber bleibt bitte, bitte fair, denn das Ding ist einfach, dass die Erfahrung gezeigt hat, dass die Trends sich auch ständig ändern, ne? Gerade was Augenbrauen angeht. Wenn man da jetzt nämlich zupft und zu viel wegzupft, da braucht das eine ganze Weile, bis es wiederkommt, ne? Nur mal so am Rande. Und ob man jetzt das Gesicht rasieren möchte oder nicht, ist jedem selbst überlassen, aber liest auch, dass tatsächlich die Haare jetzt nicht dicker nachkommen und ich habe jetzt auch wirklich keinen schwarzen Gesichtsflaum dadurch bekommen oder mehr. Nein,
So, jetzt kommen wir mal zu Dalton. Ich habe jetzt auch einen Code, oder ich hatte, doch, ich habe einen Code, ne? Beauty Claudi gibt 20% Rabatt aktuell und schaut da gerne mal, wenn ihr möchtet, bei Dalton vorbei. Mein absoluter Lieblings-Skincare-Spezialist und ja, da vertraue ich einfach sowohl der Marke an sich, als auch den Produkten, als auch den Mitarbeitern dort. Nicht nur, weil ich die selber auch persönlich teilweise kenne und weiß, wie krass die studiert sind und dass die halt wirklich was drauf haben, sondern auch, weil ich die Produkte schon seit Jahren in meinem Gesicht verwende und immer wieder merke, dass ich vor allem bei Dalton meine Holy Grail Produkte gefunden habe, wo ich halt auch immer wieder darauf zurückgreifen kann, wenn meine Haut eskaliert oder sonst irgendwas ist, weil ich halt auch andere Produkte ausprobiere, ne? Um euch auch in diesen Videos zum Beispiel ein bisschen mehr was dazu erzählen zu können. Und die haben halt wirklich auch eine sehr, sehr hohe Fachkompetenz. Du merkst, dass es ein Institutskosmetik-Marke ist, ne? Also dass du halt wirklich geschulte Leute da hast und dass da auch wirklich sinnvoll was hintersteckt, hinter den Produkten, hinter den Inhaltsstoffen in den Produkten. Und ich höre es auch immer wieder aus meinem privaten Umfeld von den Leuten, denen ich das empfehle, als auch von euch, von meiner Community, dass wirklich die Produkte was Positives bewirkt haben, auch wenn die den ein oder anderen Groschen teurer sind. Aber die haben halt wirklich was drauf, ne? Nun, also, als allererstes habe ich hier eins meiner liebsten Lieblingsprodukte überhaupt und auch meiner liebsten Lieblingsprodukte von Dalton. Das ist diese Hydrolift Express Maske. Hier hast du halt sowohl den Feuchtigkeitskick als auch diesen leichten, dieses leichte Bügeleisen mit am Start. Das ist schon relativ sichtbar, ne? Aber es ist jetzt nicht irgendwie für immer, ne? Hier ist halt kein, das ist halt kein medizinischer Eingriff, das ist eine Maske. Und die kannst du 2 bis 3 Mal verwenden, weil da halt super viel Serum drin ist. Und dann rentiert sich das schon wieder so ein bisschen, ne? Weil du dann auch die Augenpads davon abschneiden kannst und dann morgens auftragen kannst. Labarababa, auf jeden Fall ist das hier ein großartiges Produkt, was ich euch von Herzen empfehlen möchte. Das ist ein Saugnapf auf dem Gesicht, es hält richtig, richtig gut und es pflegt vor allem, ne? Ist auch immer ein super Geschenk, ein super Mitbringsel, wie auch immer man das sehen möchte und ich kann es immer wieder empfehlen. Genauso wie die Augenpads, denn ich schaue hier rein und finde hier 6 und dann noch in der alten Verpackung Nummer 7. Nur auf den ersten Blick. Ich glaube, hier unten drunter könnten gegebenenfalls noch mehr drin sein. Wow. Also, hier ist jetzt die neue Verpackung dann auch zu sehen. Die gibt es im 5er-Pack, ne? Und auch da könnt ihr natürlich drauf sparen. Auf jeden Fall sind das Augenpads, die ich auf jeden Fall heute auch hätte verwenden sollen, denn ich habe eine super trockene Augenpartie. Denn das pflegt die Augen, es beruhigt die untere Augenpartie halt super doll und gibt halt auch diesen leichten Lifting-Effekt. Und ja, ne, das habe ich halt sehr gut gebrauchen können, denn wir hatten hier Bronchitis, wir hatten Magen-Darm. Dementsprechend haben wir alle wenig geschlafen und die Mutti natürlich am allerwenigsten. Und ja, auch wenn Schatzi versucht hat, dass ich mal irgendwann Schlaf bekomme, es hat nicht immer funktioniert. Nun, auf jeden Fall haben wir hier drin Plankton, Rotalge, Hyaluronsäure und Panthenol. Das sind wirklich klasse Inhaltsstoffe, die halt nicht nur der Haut Feuchtigkeit geben, sondern auch dafür sorgen, dass die Feuchtigkeit in der Haut drin bleibt. Und dadurch werden halt so leichte Knitterfältchen geglättet. Und das sind halt auch Pads, die sehr, sehr gut haften und nicht irgendwie jetzt wild durch die Gegend rutschen. Definitiv eine große Empfehlung von meiner Seite. Schaut bei Dalton vorbei, da kommen gleich noch ein paar mehr Empfehlungen. Dann habe ich hier ein Schwämmchen drin. Das ist von Crash Cosmetics einer. Der ist jetzt gerissen und ja, da sind jetzt auch schon allerhand Flusen und Risse und kaputt und so weiter. Dann sollte man auch irgendwann mal so einen Schwamm aussortieren. Und ja, den mochte ich gerne. Solche Schwämmchen, ich weiß nicht, ich glaube Crash Cosmetics gibt es mittlerweile nicht mehr bei Purish. Ansonsten könntet ihr dort natürlich auch sparen. Claudis Welt 15 müsste jetzt auch noch 15% auf meine Creator-Page geben. Ich glaube schon, dass ich diese Woche das Video hochlade. Hab meinen eigenen Contentplan noch gar nicht im Kopf, ne? Läuft. Auf jeden Fall fand ich das ganz cool, dass es so ein großes Schwämmchen ist. Ist aber kein Must-Have, ne? Also man muss jetzt nicht so ein großes Schwämmchen haben. Es reichen halt auch die normalen, es reicht auch ein Essensschwämmchen. Aber die Crash-Schwämmchen fand ich schon sehr, sehr angenehm. Auch von dieser, ja, jetzt ist es natürlich hart, aber von der Bouncy-Kite und so weiter, mochte ich das schon ganz gerne. Das kommt auf jeden Fall auch in meinen Aufgebrauch dekorative Kosmetik, weil da sammle ich natürlich dieses Jahr auch wieder fleißig. Dann habe ich mir hier dieses von bei Beauty Bay gegönnt. Prebiotic and Avocado Oil Cleansing Gel. Das war klasse. Nicht nur der Pumper war großartig. Ich habe jedes Mal, wenn ich mein Gesicht damit gereinigt habe, 5 Pumphübe genommen. Sondern es war mild.
Es hat trotzdem sehr gut geholfen, wenn man Double Cleansing gemacht hat, quasi den zweiten Schritt zu machen. Ne? Das hat ganz gut funktioniert. Und ich fand das gut. Das hat mir einfach gut gefallen. Das hat sich gut angefühlt. Ich hatte kein Spannungsgefühl. Es hat nicht dieses quietschige Reinigungsgedönsen gegeben. Ne? Also das kann ich euch empfehlen. Und Beauty Bay, beziehungsweise bei Beauty Bay, hat auch wirklich gute Produkte im Sortiment. Die stocken ja immer mehr auf. Ne? Sowohl Pflege als auch dekorative Kosmetik. Die dekorative Kosmetik, vor allem die Paletten, Leute. Zieht euch die rein. Aber auch die Pflegeprodukte mag ich gerne. Die haben ja auch diesen abschminkenden Balsam hiervon. Und die beiden in Kombi sind natürlich total super. Aber auch einzeln, ne, sind die richtig gut. Und hier hast du halt einfach auch gemerkt, dass da dieses Avocadoöl mit drin ist, was dann ja auch so eine Pflegewirkung mitgegeben hat. Sehr empfehlenswert. Etwas, was ich leider nicht so empfehlenswert fand, ja, das ist hier diese Augencreme von Charlotte Tilbury. Ich weiß nicht, irgendwie haben wir nicht so harmoniert. Magic Eye Rescue, da hatte ich auch so eine Geschichte in so einer Mystery Box mit drin gehabt. Ne? Also ich werde euch auch noch ein Video drehen, wenn ich halt alle Produkte leer habe von Charlotte Tilbury oder halt aussortiert habe, dass ich euch da ein wirkliches Fazit mal zu der Pflegelinie von Charlotte gebe. Ich kann euch aber jetzt schon sagen, dass es mich nicht umgehauen hat. Hier haben wir einfach viel zu viele Parfümstoffe drin und viel zu wenig Pflege, als dass es halt irgendetwas gemacht hätte. Und das Ding ist so, so teuer. Da hole ich mir doch lieber zwei Stück von denen von Dalton oder drei und habe da einfach auch viel mehr von. Nicht nur finanziell gesehen, sondern auch einfach von der Pflegewirkung her. Denn hier haben wir halt wirklich, weiß ich nicht, das hat meine Augen auch manchmal so ein Stück weit gereizt. Und das habe ich wirklich gemerkt, dass meine Augen dadurch sensibilisiert wurden. Also quasi meine Sensibilität noch sensibler wurde. Also, ne, ihr, kennt ihr das? Also wenn man halt eine wunde Stelle hat und darauf etwas gibt, was dann halt quasi noch mehr darauf reagiert und die Haut dann noch mehr anfällig für was auch immer man damit macht wird. Ja, so ist es halt auch mit dieser Augencreme leider gewesen. Hat mir nicht gut gefallen. Und ja, das ist halt eher ein Gimmick. Ne? Ich weiß nicht, was... Nee, muss nicht sein. Dann habe ich hier dekorative Kosmetik aufgebraucht. Und zwar von Too Faced. Ist das dieses Fluff and Hold Laminating Brow Wax. Muss ich wirklich sagen, da haben wir am Anfang ein gutes Produkt, was auch die Augenbrauen gut in Form bringt, wo man auch eigentlich ganz gut mitarbeiten kann. Am Anfang muss man auch ein bisschen was von dem Produkt erst abstreichen, ne? Aber wenn man das in regelmäßigem Gebrauch hat, spackt das Ding echt zu. Ich musste ständig das Bürstchen sauber machen und zusehen, dass ich da irgendwie wieder auch was Vernünftiges kriege, weil das Bürstchen, das verklebt halt vollkommen irgendwann. Und dann hat man halt nur, ich sag mal so halb getrocknetes Produkt da dran und dann ziehst du halt so richtig die Fäden daraus. Also nee, da würde ich halt eher das von Dominique Cosmetics empfehlen oder wenn man halt wirklich die Augenbrauen fest tackern möchte, das, was ich jetzt gerade drauf habe von Catrice, das ist dieser Super Glue, finde ich halt mega geil. Aber das ist halt auch wirklich Geschmackssache. Nicht jeder mag das, wenn das halt so hart wird auf den Augenbrauen. Für mich ist es schon eine sinnvolle Sache, weil dadurch, dass ich ja mein Augenbrauenserum verwende, verlängern sich ja die Wachstumsphasen meiner Härchen und dementsprechend habe ich relativ lange Augenbrauenhärchen. Und die ja, organisiere ich mir dann immer irgendwie in Form. Und da hilft bei mir persönlich halt sehr gut ein sehr fest tackerndes Augenbrauenprodukt, wie zum Beispiel auch der 24 Hours Brow Setter von Benefit. Ne? Naja, ja, wir machen weiter mit Dalton. Da habe ich jetzt zwei Peelings aufgebraucht. Da kommt auch noch ein Video von mir zu Umstellung, Frühlingspflege und so weiter. Da hattet ihr sehr intensiv nachgefragt und das wollte ich euch auch jetzt demnächst mal online stellen. Da habe ich einmal das Exfoliating Care Clear Skin Peeling Exfoliant bla 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 bla. 2% BHA leer gemacht. Das ist ein super flüssiges Produkt, was ich, ja, also beide habe ich zweimal, also entweder oder, ne, natürlich. Zweimal pro Woche mache ich ein chemisches Peeling, jeden Dienstag und jeden Freitag. Und da habe ich dann halt entweder das BHA oder das PHA verwendet. Das BHA ist ein wirklich sehr flüssiges Produkt, was auch halt wirklich die Verhornungen auf der Haut, die auf der Unreinheit sitzen, löst. Dafür ist BHA da, Salicylsäure, und dementsprechend ja dann diese Tiefenreinigung gibt. Ne? Das löst dann auch alte Hautschüppchen ab, abgestorbene Hautschüppchen und so weiter. Ich habe euch hier mein Video zu den ganzen Peelings gemacht, als sie nur rausgekommen sind. Das hier ist auch noch die alte Verpackung, die die hatten. Und genau, das habe ich dann halt verwendet, wenn ich halt so in einer Situation war, dass halt relativ viele Hautunreinheiten an meinem Gesicht waren. BHA. Mega cool, super flüssig gewesen. Da musste man natürlich aufpassen, wie man das dann aufs Gesicht auch bekommt. Aufs gereinigte Gesicht habe ich das dann auch so anfangs erst nur so 2 Minuten, aber dann natürlich auch gesteigert. Und am Ende habe ich das, glaube ich, 10, 15 Minuten sogar drauf gelassen. Genau. Jo,
Fand ich gut, hat meine Haut sehr gut vertragen, kann ich einfach immer wieder empfehlen, wenn man halt ein gutes BHA-Peeling sucht. Und hier, achso, das kannst du sogar, wenn du theoretisch auch noch so Unreinheiten am Körper, also am Rücken hast oder upsala, Haare oder im Dekolleté oder wo auch immer, ne, kann man das auch super verwenden. Deswegen haben die das auch extra in eine größere Verpackung reingemacht. Das ist schon ziemlich schlau überlegt gewesen. Und du brauchst da auch nur eine dünne Schicht von, da läuft der Lachs, genau, lübt der Lachs. Und dann habe ich hier auch noch das PHA aufgebraucht. Das war halt auch so mein Einsteiger-Peeling, was ich verwendet habe von den chemischen Peelings, weil durch Schwangerschaft und Stillzeit war ich halt aus diesem Peeling-Game so ein bisschen raus. Meine Haut war natürlich nicht mehr so abgehärtet oder nicht mehr so daran gewöhnt, chemische Peelings zu verwenden. Dementsprechend bin ich dann mit PHA erstmal gestartet. Das ist so eine gelige Textur. Und ja, da habe ich mir zwei Pumphübe einfach auf mein komplettes Gesicht gegeben und ja, dann auch langsam gesteigert und dann abgewaschen und dann war meine Haut wirklich auch sehr, sehr angenehm. Bei PHA ist es auch so, dass das dann auch so ein bisschen sogar eine feuchtigkeitsspendende Wirkung mitgibt. Ganz fancy eigentlich, weil das erwartet man jetzt ja nicht unbedingt von einem chemischen Peeling, ne? Und PHA ist mal die mildeste Form von einem chemischen Peeling, was man machen kann. Dann hast du halt noch die Möglichkeit mit AHA die ganze Geschichte in Richtung Slow Aging zu bewegen, dass man dann auch so ein bisschen diese Falten, Faltenbildung aufheben, nicht aufheben, Quatsch, stoppen kann oder verlangsamen kann. Und BHA, was halt für die unreine Haut gedacht ist. Ne? Ja, so viel dazu. Dann haben wir hier auch noch etwas von Chantecaille. Das ist so die nächste teure Pflege oder teure Marke, die ich jetzt auch im Bereich Pflege mal so ein bisschen auf Herz und Nieren prüfen wollte. Da habe ich ja einmal den Cleansing Balm, Rose de Mai. Also das war einfach zu wenig. Das hat nicht wirklich abgeschminkt. Das war nur eine kleine Probe, ne? Aber trotzdem hatte ich die in der Niche Beauty Bestellung halt mit dabei gehabt und das habe ich dann ausprobiert. War mir einfach zu wenig. Hat nicht geholfen, dass ordentlich mein Gesicht abgeschminkt wurde. Ich hatte danach trotz Double Cleansing, da habe ich aber ein anderes Produkt als Double Cleansing, komme ich gleich zu, verwendet, hatte ich Panda-Augen und das ist nicht so cool gewesen. Also nee, muss nicht. Da hole ich mir doch lieber irgendwie einfach das von Beauty Bay oder ich hole mir das von Geek & Gorgeous oder ich, keine Ahnung, selbst das von Balea ist besser, obwohl das nicht gut ist. Ich glaube, ich habe das sogar, ja, das habe ich hier auch noch drin. Dann habe ich hier etwas einmal verwendet und direkt weg. Chantecaille Rice & Geranium Foaming Cleanser. Huiuiuiui. Ja, da habe ich extra diese Umverpackung aufbewahrt, weil ich ein bisschen mehr drauf geschrieben habe. Und zwar dick und fett? Nein. Das ist nämlich leider ein mechanisches Peeling. Das hat mechanische Peelingpartikel mit drin, Leute. Und wenn ich jeden Tag zweimal mein Gesicht reinige und da mechanische Peelingpartikel mit drin habe, dann rastet meine Haut aus. Und ich habe es direkt schon beim ersten Anwenden gemerkt, dass meine Haut geschrien hat. Denn das brennt, es stockt richtig auf dem Gesicht. Also, ne, als ich das Produkt aufgetragen habe nach dem Cleanser, nach dem Reinigungsbalsam, hat mein Gesicht gebrannt. Es hat richtig gestockt. Also ich habe, als ich das abgewaschen habe, richtig so, ne? Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, habe Panik gekriegt, weil ich das natürlich auch auf meine Wimpern gegeben habe, ich Trottel. Es reinigt nicht mal gut. Wie gesagt, Panda-Augen hatte ich am Start. Also da war ich froh, dass ich wirklich eine Probe mal hatte und mir das nicht irgendwie gekauft habe oder sonst irgendwas. Also ganz furchtbar. Auf gar keinen Fall empfehlenswert. Teuer ist nicht immer gut, Leute. Und nee. Und Chantecaille mag als Marke so sympathisch sein, wie sie sind. Mit der Geschichte, dass sie dann ja auch bei gewissen Reihen auch spenden und so weiter. Ne? Aber das heißt nicht, dass die Pflege auch wirklich für meine sensible Haut geeignet ist. Ne? Nee. Auf gar keinen Fall. Da bin ich raus. Genau, jetzt kommen wir nämlich zu Balea. Da hatte ich nämlich, als wir das Dalton-Event im Januar hatten, die liebe Nicole als meinen kleinen Engel. Und die kam nämlich dann irgendwann mal so, klopfte an meine Tür. Du Claudi, ich habe dir was mitgebracht. Und dann hatte sie mir ihren Balea-Reinigungsbaum mitgebracht. Und das fand ich richtig cool von ihr. Also vielen, vielen Dank, mein Schatz. Denn ich hatte kurz vorher mal irgendwann in einem Video auch erwähnt oder weiß ich nicht, dass ich den einfach nirgendwo gefunden habe. Ne, das war halt zu dem Zeitpunkt überall ausverkauft. Und dann kam sie damit um die Ecke, die Süße. Und ja, dann habe ich den halt weiterverwendet. Sie hatte da schon ein bisschen mit angefangen und hatte auch gesagt, dass sie gespannt wäre auf meine Meinung. Und hier ist auch noch ein bisschen was von diesem Popuri drauf getropft. Ja. Wie tatsächlich von vielen auch die Meinung ist, was ich jetzt auch schon leider mitbekommen habe,
ist der nicht ganz so genial. Also ich kriege damit sehr schlecht mein Make-up runter. Was ich halt gemacht habe, damit es halt halbwegs funktioniert, ist, dass ich das Produkt dann auch auf meine Augen halt aufgetragen habe, einmassiert habe, ne? Und dann habe ich das da auch wirklich eine Minute drauf gelassen. Also ich stand dann teilweise wirklich einfach nackelig eine Minute so vor der Dusche und habe einfach gewartet, dass es so ein bisschen einwirkt. Und dann konnte ich langsam auch meine Mascara und auch selbst nicht wasserfeste, ne? Und halt auch intensivere Augenlooks und so damit runternehmen. Hatte dann auch nicht unbedingt Panda-Augen danach, weil ich halt danach auch dieses Produkt hier verwendet habe, was dann einfach ein guter Zusatz war. Aber das ist keine Empfehlung. Nein, also es ist schön, finde ich persönlich, wenn die Drogerie halt auch günstigere Alternativen rausbringt zu Produkten, die man halt schon kennt und da hat und mag. Hallo und liebe Grüße an die liebe Juliane, eine Freundin von mir, die mir gerade geschrieben hat. Aber es ist halt leider nicht in der Qualität, wie es hätte sein sollen, meiner Meinung nach. Da hole ich mir doch lieber den von Geek and Gorgeous. Gibt es jetzt auch bei DM, kostet auch nicht die Welt und da kommt ihr auch ewig und 3 Tage mit aus, ganz ehrlich. Ne? 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 Brauche ich nicht. Ja, dann habe ich auch noch Klingen aufgebraucht und zwar habe ich seit Jahren einen Männerrasierer unter der Dusche und zwar den von Bulldog. Ich finde den sehr, sehr gut. Das ist halt immer die Sache, die Klingen sind halt nicht unbedingt günstig, ne? Aber ja, fand ich gut, habe ich aufgebraucht, brauche ich jetzt neu. Ich glaube, dass die von Balea Men auch reinpassen, aber ich glaube, die tun sich jetzt preislich nicht so unheimlich viel. Muss ich mal gucken. Ja, ich mochte oder mag den halt, ne? Oder habe ich den Balea Men Rasierer? Ne, den habe ich hier oben. Nee. Den Bulldog habe ich unten, genau. Ja, ich habe ganz viele Rasierer, ne? Mhm. Ich glaube, mein Freund hat aber auch ganz schön viele verschiedene. Das ist eigentlich so eine Männersache, ne? Viele verschiedene Rasierer. Frauen haben viele verschiedene Haarbürsten. Darf man. Dann habe ich hier von Essence etwas aufgebraucht. Und zwar Nail Polish Corrector Pen ohne Aceton. Ja, da habe ich aber auch schon einen neuen in Anwendung. Finde ich einfach super praktisch. Ich mache mir ja immer meine bunten Nägel. Und ich kriege das eigentlich, also wenn ich meine linke Hand lackiere, kriege ich das eigentlich immer ganz gut hin. Wenn ich aber mit links meine rechte Hand lackiere, dann läuft mir da manchmal einfach ein bisschen was neben. Und ja, dann mache ich halt schon direkt im Lackierprozess selber, dass ich mir diesen Pen nehme. Und man sieht auch, was ich damit mache, nämlich ich nehme mir das Produkt, was daneben gelaufen ist, damit halt weg, gehe ich damit halt so an die Seite und mache das halt so vorsichtig, also quasi ziehe ich mir das hier so runter, gehe dann so drunter und dann, ne, ziehe ich das so durch, dann mache ich das in einem Tuch sauber und so, so kriege ich das halt echt gut geregelt oder wenn ich hier oben zu hoch gekommen bin, dass ich da halt auch mit korrigiere, kann ich einfach mega empfehlen. Das ist für mich ein guter Gamechanger gewesen und als ich das irgendwann mal entdeckt habe, habe ich mich da sehr drüber gefreut und kaufe es seitdem immer wieder nach. Kommen wir mal wieder zu einem Produkt von Dalton und zwar habe ich hier ein Produkt, das braucht man nicht. Das ist jetzt nichts, was, also du brauchst sowieso nicht alles, ne? Das ist ja alles einfach eine Sache, je nachdem, was man halt möchte. Aber es gibt mir halt ein schönes Gefühl. So. Ist eigentlich eher ein Produkt, was ich im Sommer empfehlen würde, verträgt sich aber nicht so gut mit dem Lichtschutzfaktor im Gesicht, muss ich als kleinen Tipp zwischendrin geben. Das heißt, wenn man sich morgens den Lichtschutzfaktor drauf machen möchte, ne, den SPF 50, den hier zum Beispiel, dann sollte man das Gesicht halt wirklich ordentlich reinigen und auch halt so tief, wie du auch den Lichtschutzfaktor ziehst. Also da ein bisschen aufpassen. Und genau, vor allem, wenn du halt das hier vorher abends nach dem Duschen dir aufgetragen hast, das ist diese Push-Up-Effekt Hals- und Dekolleté-Creme. Ja, braucht man nicht. Wenn man halt eine vernünftige Hautpflege hat, die man dann auch wirklich auf Hals und Dekolleté runterzieht, dann ist es auch alles vollkommen fein. Da brauchst du nicht eine extra Creme für. Das ist uns allen, glaube ich, bewusst. Aber dieses Produkt hat mich halt daran erinnert, dass ich auch Hals und Dekolleté mit eincremen sollte. Ja, wie gesagt, ein Kann und kein Muss. Ich finde das schön und das macht auch einen guten Effekt. Man muss halt, wie gesagt, nur aufpassen, dass man das auch ordentlich dann morgens, ne, reinigt, dass man das nicht irgendwie in Kontakt, weil dann Krümelei. Aber ja. Manchmal habe ich einen Dachschaden. Und hier haben wir dann auch dann den 50 plus Lichtschutzfaktor. Das kannst du für den Körper verwenden, kannst du für das Gesicht verwenden. Hallo, Fokus, vielen Dank. Und ich mag die sehr, sehr gerne. Das ist eine ganz angenehme Sonnencreme, die man auch in großer Menge auftragen kann, ohne dass du eine Krümelparty oder Würstchenparty bekommst. Wichtig ist halt immer, dass du zwischen der normalen Tagescreme und dem Lichtschutzfaktor einfach auch ein bisschen Zeit vergehen lässt, damit alle Geschichten auch gut einziehen können. Bei mir funktioniert es wirklich gut, auch wenn mein Freund heute zu mir sagte,
Hast du irgendwas anders gemacht, Schatz? Du glänzt wie eine Speckschwarte. Ich sage, ja, mein Lichtschutzfaktor muss einfach nur ordentlich einziehen. Und dann ne, muss man einfach ein bisschen Geduld mitbringen. Genau, das kann ich einfach nur empfehlen, wenn man halt den Lichtschutzfaktor in der vorgeschriebenen Menge verwendet. Was man eigentlich sollte, weil ansonsten hast du nicht den ausreichenden Schutz, ne? Dann sollte man allen Produkten immer ordentlich Zeit zum Einziehen lassen. Und ich finde es immer ganz niedlich, wenn ich halt auch meine Pflegeroutinen abfilme oder halt auch erzähle, was ich alles so verwende. Ich kriege immer wieder auch Kommentare so, oh mein Gott, wie soll die Haut das überhaupt alles aufnehmen, was du dir da drauf klatscht und wie soll das alles funktionieren? Glaub mir, Leute, wenn das nicht funktionieren würde und das unangenehm für mich wäre, würde ich das nicht so machen, ganz ehrlich. Also ich mache das halt wirklich so, wie meine Haut es einfordert. Und wenn die Haut sagt, Mensch, knall drauf, hau rauf und mach dies noch, das noch, jenes noch und ich bin noch durstig, dann gebe ich der Haut das auch. Und das merke ich halt ja auch im Laufe der Zeit. Und durchaus habe ich ab und an noch mal Momente mit dabei, wo ich merke, dass ich vielleicht zu viel drauf gegeben habe, indem ich einfach eine Würstchenparty überall kriege oder indem einfach ja, die Produkte nicht miteinander wollen und das Ganze halt irgendwie so ein bisschen schrubbelig aussieht, ne? Also das setzt sich dann komisch ab oder sonst irgendwas, also das Make-up zum Beispiel, ne? Und das sind halt so die Erfahrungswerte, die ich sammle, wo ich dann gerne euer Versuchskaninchen bin und dann meine Erfahrungen an euch weitergebe. Und ich kann auch natürlich nur von meinen persönlichen Erfahrungen berichten. Ich, Trockenpflaume, sensible Haut, ne? Das ist halt so mein Bild des Ganzen. Das sind dann meine Erfahrungen. Ja, hier habe ich jetzt was für die Kopfhaut verwendet. Oh, ich fand das so gut. Aber ich fand das so blöd, dass hier Peelingpartikel, mechanische Peelingpartikel mit drin waren. Und zwar ist das von Scalp Scrub oder ein Scalp Scrub. Oder heißt du Scalp Scrub Marke? Weiß ich nicht. Mit Kokosnussöl. Und hier hatten wir, glaube ich, Kokosnussschale oder so mit dabei. Ich weiß das gar nicht. Ja, ich weiß nicht. Heißt die Marke Scalp Scrub? Scalp Rescue Scrub? Weiß ich nicht. Nein, da. Umberto Giannini, so heißt die Marke. Genau. Hatten wir auch mal in der Box mit drin. So. Das ist eigentlich ein Enzympeeling für die Kopfhaut, was so gut funktioniert, Leute. Aber warum sind da diese doofen Peeling-Körnchen drin? Das schrubbert viel zu sehr auf meiner Kopfhaut, um ehrlich zu sein. Also reizt dann auch zu sehr. Und gleichzeitig hat man da natürlich auch alles da dreckig und will das natürlich ordentlich sauber kriegen. Und das ist dann natürlich auch ein bisschen unangenehm, weil du musst hier ziemlich viel fusseln, bis die ganze Geschichte dann auch wirklich rausgewaschen ist und du jedes einzelne Peeling-Körnchen auch entfernt hast. Auch wenn das Ganze 97% natürlich unterwegs ist, heißt es nicht, dass ich das angenehm unter der Dusche finde, wenn ich mich fühle, als hätte ich meinen Kopf in einen Biomüll getunkt. Das muss nicht sein. Also dieses reine Enzympeeling fand ich großartig, habe ich auch schön einwirken lassen. Da habe ich auch gemerkt, dass die Wirkung klasse war und dass es auch geholfen hat, so diese schuppigen Stellen, die ich manchmal einfach habe, damit zu minimieren. Also dass da einfach weniger von auf meinem Kopf abgeht. Aber dieses Peeling, mechanische Peeling, fand ich total unnötig. Das hätte einfach nicht mit dabei sein müssen. Vor allem, wenn ich ein Peeling mache, möchte ich mich ja gerne entscheiden. Möchte ich ein Enzympeeling, ein mechanisches Peeling oder möchte ich ein chemisches Peeling verwenden? Wenn du aber ein Enzympeeling mit einem mechanischen Peeling kombinierst, stelle ich mir das ja so vor, so, ja, im Prinzip hat das Enzympeeling ja schon alles irgendwie weggemacht, was wegmachen muss. Und dann hast du nochmal das Mechanische, was du ja dann auch runterwischst, ne? Was dann nochmal drüber schrubbert. Das kann ja eigentlich gar nicht so gut sein, meine Meinung. Oder sehe ich das falsch? Schreibt mir das gerne in die Kommentare, ne? Hier habe ich jetzt ein Produkt, was ich relativ fresh hier habe einziehen lassen und auch gestern erst aufgebraucht habe. Habe ich euch auch mein, hier die Ritual of Yosakura-Reihe, wunderschöne Limited Edition, so abgefilmt. Also, hier habe ich nämlich die Rich Body Cream leer gemacht. Das sind ja nur 40 Milliliter gewesen. Und ich habe in meinem Video auch schon gesagt, dass es so muffig riecht. Und dann hat mir auch jemand was in die Kommentare geschrieben, was ich so unterschreiben kann. Und zwar riecht das nach saurer Milch. Und zwar nur die Rich Body Cream. Dieser Duschschaum, der riecht unglaublich gut. Den habe ich auch gerade in Anwendung. Ne? Finde ich so schön. Der macht wunderschönen Schaum, fühlt sich toll an und ist einfach mega geil. Aber wenn du dann dieses Erlebnis und dieses Empfinden, dieses Denken auf die Zeit nach der Dusche übertragen möchtest, aber dann dieses nach saurer Milch riechende Etwas auf deinen Körper gibst, ist das etwas blöd, ne? Und ja, also ich weiß nicht, was das soll. Und also das riecht wirklich nicht gut.
Schreibt mir gerne, falls ihr das auch schon verwendet habt, wie das bei euch gerochen hat. Aber ich finde nicht, dass das nach schwarzem Reis und der Yoskino-Kirsche riecht, sondern es riecht nach saurer Milch und es riecht muffig. Schade eigentlich. Also hätten die diesen Duft, hätte die Fahrradkette, aber hätten die den Duft von dem Duschschaum, was ja eigentlich auch die gleiche Reihe ist und eigentlich auch den gleichen Duft haben sollte, auch auf die Rich Body Cream übertragen, es wäre so viel cooler gewesen. Aber das ist auch das gleiche wie zum Beispiel bei der Ritual of Sakura Reihe. Da fahre ich ja total auf den Duft ab, auch auf diese, ne, das Erlebnis unter der Dusche, das Erlebnis beim Eincremen und so weiter. Aber die, dieses Raumspray, dieses Home Perfume davon, kannst du mich mitjagen. Finde ich gar nicht gut, ne? Nun, ne? Persönliche Empfindung hier, kein Bash gegen irgendwen. Falls irgendwer das großartig findet, go for it. Dann habe ich hier von Hello Body Cara Rise die Anti-Ox Face Glow Drops aufgebraucht. Die hatten wir auch mal irgendwo mit drin. In irgendeiner Box habe ich dann in meinem Full Face Beauty Boxen als Primer verwendet, habe ich dann aufgebraucht als Gesichtsserum. War ein solides Produkt, hat nicht nur durch die Inhaltsstoffe, die da drin sind, einen entsprechenden Glow ins Gesicht gegeben, sondern auch durch die optische Geschichte. Also du hast hier wirklich Schimmerpigmente mit drin gehabt. Das heißt, es ist dann auch definitiv ein Produkt für den Tag und nicht für den Abend, weil was soll denn Kissen glitzern? Das macht keinen Sinn. Und ja, genau. Hier musste man ein bisschen aufpassen, weil das sich nicht mit jedem Sonnenschutz vertragen hat. Also da hat es dann manchmal auch ein bisschen gekrümelt oder reagiert. Habe ich dann auch gemerkt und da dann auch ein bisschen gewechselt. Aber ja, also das war ein gutes Produkt, was ich mir jetzt aber nicht nachkaufen würde, um ehrlich zu sein. Weil so sehr habe ich es jetzt auch nicht gefeiert, genau. Ja, dann haben wir hier ein Wasserspray. Das habe ich verwendet als Setting Spray von Isana, das Wasserspray Aqua. Das ist ganz einfach. Das kannst du verwenden für über dein Make-up, über deine cremigen Texturen, damit alles ein bisschen besser sich anfühlt. Das kannst du verwenden, um deine Schwämmchen nass zu machen. Das kannst du im Sommer verwenden, um dich zu erfrischen. Das ist wirklich so ein Allrounder-Produkt, ne? Also ich mochte das, mag das und finde es einfach sehr empfehlenswert und habe eigentlich auch immer so ein Wasserspray hier irgendwo rumfliegen und ja, habe das aber im Bereich dekorative Kosmetik aufgebraucht, deswegen kommt es da in meine Zauberkiste. Hier habe ich was von Nights Beauty aufgebraucht, das ist die Marke von Maxim Giacomo und zwar Limone Siciliano, beziehungsweise nicht aufgebraucht, das ist jetzt gerade in mein Badezimmer an meinem Magnetseifenspender, also quasi magnetisch an meiner Wand befestigt. Das verwende ich aktuell, um meine Pinsel zu reinigen und auch meine Hände zu waschen. Also das ist eine ganz schöne Seife, die macht aber auch richtig gut die Pinsel sauber. Also du kriegst auch richtig aus diesen fetten Foundation-Pinseln, ne, aus hier, kriegst du hier auch diese Foundation-Geschichten raus. Das hat man ja manchmal, dass es so drin bleibt. Hier ist es auch ein bisschen tatsächlich so. Ne, da sieht man das noch ein bisschen. Da hat die Pinselseife, die ich da verwendet habe, nicht ganz so super Arbeit geleistet. Aber ja, die funktioniert ganz gut als Pinselseife. Die kannst du auch als Körperseife verwenden. Und da hat Maxim auch verschiedene Duftrichtungen rausgebracht. Und das Ganze ist halt super natürlich. Und in Handarbeit wird das Ganze irgendwie auch hergestellt. Also schaut gerne bei Nights Beauty vorbei. Das ist, wie gesagt, von Maxim, die Marke. Da könnt ihr ihn natürlich auch super gerne supporten. Ne? Ist hier, glaube ich, einfach genau als Handseife aufgeschrieben, aber kleiner Tipp am Rande, kannst du auch super verwenden, um deine Pinsel zu reinigen. Ne? So, meine liebste Ampullenkur von Dalton habe ich noch nicht ganz aufgebraucht. Ich glaube, ein oder zwei stehen noch bei mir. Das ist die Marine Selection, das Anti-Aging Ampullenset ist eine absolute Empfehlung von meiner Seite. Fast alle Produkte von Dalton sind eine absolute Empfehlung. Von meiner Seite, ich weiß, ich bin da furchtbar, ne? Aber ich bin halt wirklich ein Dalton-Girl, weil die haben mich wirklich überzeugt, keine Frage. Also die haben einfach, die haben vieles bei mir richtig gemacht, ne? Also gerade was die Hautpflege angeht, weil die halt so verschiedene Serien haben und ich da auch wirklich, ich kriege da auch eine gute Beratung. Kriegt ihr da auch, ne? Ihr könnt da einfach auch mit dem Hautpflegeberater und so weiter schreiben. Ihr habt da einen Bot, ihr habt da eine Möglichkeit, einen Fragebogen auszufüllen, in der auch von Spezialisten ausgewertet wird und so weiter. Also da kann jeder die mega krasse Beratung überhaupt bekommen und bezahlt da nichts für. Gut, die Produkte, die kosten dann natürlich entsprechend Geld, aber da könnt ihr mit Beauty Cloud die 20% drauf sparen. Ne? Aber trotzdem hast du da wirklich die Möglichkeit, eine kostenlose
Gesichtsberatung zu bekommen. Das finde ich hammermäßig. Okay, und ich bin da halt wirklich dadurch, dass ich als Kooperationspartner dort bin, auch sehr eng mit den Leuten. Und wenn ich dann irgendwas habe, dann schreibe ich meiner Janine und frage sie. Und die kann mir sehr schnell helfen. Das ist halt einfach super praktisch für mich. Ne? Nun, auf jeden Fall haben wir hier auch meine fünf liebsten Ampullen drin. Das ist die Q10, die mit dem hauteigenen Q10 kommuniziert, um da den Zellstoffwechsel anzuregen. Wir haben die Extreme Lift, die mit so einer Art natürlichem Botox arbeitet, um da so eine leichte optische Faltenreduzierung macht. Das ist halt super für, wenn du auf ein Event gehst. Ne? Dann haben wir hier die Caviar Deluxe, die Hochzeitsampulle, die halt eine super nährende Geschichte mit dabei hat und auch sehr, sehr viel, also so ein Weichzeichen-Effekt mitgibt, ohne matt auszusehen. Ich mag die richtig, also es ist meine Liebste, ne? Das ist halt einfach so. Ist aber auch die teuerste, glaube ich. Dann haben wir auch noch hier mit drin die Hyaluronic Urea. Klar, das ist die klassische, die halt sowohl Feuchtigkeit spendet, als auch dann halt die Haut beruhigt. Und dann haben wir auch noch die C-Ampulle hier mit drin, die ist mit Stammzellen, genau. Die ist richtig hautregenerierend, ne? Also wenn du dann auch zum Beispiel, verwende ich gerne geteilt Gesicht und unten meine Kaiserschnittnarbe. Das ist richtig hautregenerierend. Das hilft auch ganz gut bei Aknenarben und so weiter. Ne? Dass man da einfach eine gute Zellregeneration hat und das Ganze auch wirklich, es ist kein Schmarrn. Also ich würde euch gerne meine Narbe unten zeigen, wie gut die mittlerweile aussieht. Und die ist 1,5 Jahre alt. Ne? Aber ich glaube, dass es einfach zu tief unten sitzt. Aber die sieht so hammermäßig gut aus. Das sagen alle in meinem Umfeld, denen ich die jetzt auch schon gezeigt habe, die dann auch Referenzen haben und so. Aber das hat wirklich gut funktioniert. Und da habe ich halt einfach den Tipp bekommen von Dalton selber, da einfach ein bisschen was von der C-Ampulle mit drauf zu machen. Und das funktioniert sehr, sehr gut. Und genau, das sind halt die Stammzellen drin. Und das funktioniert einfach klasse. So viel dazu. Großartiges Ampullenset, ne? Kann ich nur empfehlen. Meine Güte, kann ich viel labern heute. Es ist Ostern. Ist nicht Ostern, wenn ich das Video hochlade? Frohe Ostern. Schön, dass ich das so nach einer Dreiviertelstunde sage, ne? Läuft bei mir. Wow, okay. Oh, ich habe auch manchmal den Schuss nicht gehört. Okay, Innovet. Das ist eine, ich glaube, es ist eine, entweder das ist eine K-Beauty-Marke oder irgendeine aus Amerika. Ich weiß es nicht. Die sind auf jeden Fall relativ niedlich, was die Verpackung immer angeht. Das hatten wir, so eine Blissim-Box-Sonderedition von Innovet. Ich weiß nicht, ob die da drin war. Body Wash, also ein Duschgel mit Rose und Jasmin. Ich habe mir sehr, sehr viel davon erhofft. Habe leider nicht so den Kick bekommen, den ich gerne davon bekommen hätte. Aber das habe ich jetzt durch das Rituals, was ich unter der Dusche habe. War doch nicht so. Also es war sehr, sehr dezent. Also ja, schon so ein bisschen nach Rose, aber das ist jetzt auch nicht so. Also das war halt recht schnell auch nicht mehr da. Also, ne, ich habe gerne unter der Dusche halt auch so ein Erlebnis, dieses Spa-Erlebnis, dieses Es ist eigentlich meine Zeit, die Zeit des Tages, wo ich auch einfach mal ein bisschen Zeit für mich habe, wo ich einfach mich um mich kümmern kann, mich sauber mache, mich rasiere, mich peele und so weiter. Ne? Und dann möchte ich auch ein entsprechendes Dufterlebnis haben. Das ist eigentlich total bekloppt, aber ich möchte, dass das Rundumpaket halt stimmt. Genau, und dann brauche ich aber auch etwas, was mich sehr, sehr glücklich macht und dann kann ich auch davon schwärmen. Genau, so, dann habe ich Klopapier aufgebraucht. Nein, die ganze Familie hat Klopapier aufgebraucht und zwar sanft und sicher. Ne? Ich finde, das ist total wichtig, dass man auch Klopapier zeigt. Keine Ahnung, warum ich das hier mit reingeschmissen habe. Das ist eigentlich totaler Tinnef. Hier hatte ich auf jeden Fall ein Produkt, was ich sehr, sehr schön fand. Und zwar ist das Scandale Jean-Paul Gaultier Le Parfum, eine parfümierte Bodylotion mit 75 Millilitern. Die fand ich schön. Und das hat auch wirklich lange auf der Haut gehalten. Und das fand ich sehr angenehm. Das ist halt die Art von Spa, die Art von, was ich halt einfach dann abends im Badezimmer brauche, damit ich glücklich bin und lächelnd in meinen Feierabend verschwinde. Das riecht halt auch wirklich sehr, sehr angenehm. Es hat auch, also dieses, das mag ich halt auch gerne, ne? Wenn man halt diese parfümierten Bodylotions oder parfümierten Duschgele hat, dass man da auch die Möglichkeit hat, halt das Parfum über einen längeren Zeitraum an sich mal zu riechen, ob einem das gefällt, ob das überhaupt so harmonisiert und ob einem das auch so insgesamt vom Insgesamtbild passt. Und das mag ich schon. Das hat auch irgendwie was Herbes mit dabei, also was würzig-intensives, aber auch was Süßes. Es ist jetzt nicht so blumig oder so, also das, was ich jetzt so klassischerweise trage.
Aber es ist ein schöner Winterduft, würde ich es jetzt einfach mal so nennen. Und ja, deswegen, das mochte ich ganz gerne, da habe ich mich immer gefreut. Aber ja, das war halt jetzt relativ schnell aufgebraucht, 75 Milliliter, ne? Hatte aber auch eine ganz gute Pflegewirkung, weil das relativ dick war. Also es war nicht so eine flüssige Bodylotion, deswegen ist halt dieses diese Bezeichnung Bodylotion ein bisschen falsch. Es ist eigentlich eher eine Bodycream gewesen. Jo. Dann habe ich hier von Frau Schmitz Beauty die Hydro Eye Pads bei Knitterfältchen glättend und abschwellend. Die fand ich top in der Form, hat kein Rutschen gegeben, hat super gepflegt. Also die waren sehr, sehr cool und die waren fancy in ihrer Form. Also die waren ein bisschen anders, die waren glaube ich auch ein bisschen größer oder so. Und die waren auch sehr dünn. Also dieses, das waren so Fliese, ne? Fand ich echt angenehm. Die fand ich auch, fand ich sehr empfehlenswert. Dann habe ich eine Aloe-Maske von Misha aufgebraucht. Das ist diese hier. War die in der Box oder so mit dabei? Ich mag halt super gerne diese K-Beauty-Masken. Nein, die hatte ich im Adventskalender, glaube ich, mal mit drin. Ja, fand ich auf jeden Fall sehr empfehlenswert. Und Misha macht sowieso total super Tuchmasken. Ich mag diese Art von Fleece. Ich mag diese Serum-Geschichte, die da auch drin ist. Ich mag die Pflege. Und eigentlich sind diese Misha-Masken vor allem feuchtigkeitsspendend bei mir, sodass ich mich einfach erfrischt danach fühle. Also nicht erfrischt im Sinne von gekühlt, sondern dass meine Haut sich einfach durchfeuchtet anfühlt und gut anfühlt, ne? Natürlich habe ich nochmal Augenpads von Dalton auch gebraucht in der alten Verpackung. Diese Art von Duschschaum liebe ich, diesen Duft nicht ganz so. Von Bilou Cotton Candy habe ich mal von Emmy in einem Adventskalender drin gehabt. Und ja, das ist halt einfach, der Schaum ist ein Traum. Das kann man nicht anders sagen. Das kommt so richtig bauschig raus und du machst es dir drauf und es fühlt sich schön an. Es ist so richtig kuschelig irgendwie, als würde ich mich in eine Wolke einwubbeln, ne? Und ja, der Duft nach Cotton Candy ist Geschmackssache, im wahrsten Sinne des Wortes. Fand ich jetzt in der Größe, ne, dieses kleine Produkt, vollkommen in Ordnung. Aber ich hätte es jetzt nicht in der original großen Größe gebraucht, dass man da jetzt irgendwie Ewigkeiten mit rumhantiert. Aber für so zwischendurch war das eine schöne Sache und mal eine schöne Abwechslung. Was ich sehr schön fand, ist hier von Sol de Janeiro Delicia Drench Body Butter Cherry Usa 59 Fragrance. Ist nicht jedermanns Sache. Ne? Das war auch irgendwie in irgendeiner Sonderedition von irgendeiner Box drin. Und ich habe das als Parfum auch da, genau. Ja, fand ich schön. Also ich mag diese Sol de Janeiro Produkte sehr, sehr gerne. Also es ist fast ausgeleckt hier, dieses Pöttchen. Nicht jeder mag den Duft, das habe ich auch schon gelesen. Aber ich mag den schon sehr, sehr gerne. Weil das hat auch, also natürlich dieses Rosending, ne? Aber ich persönlich habe das auch, als ich das erste Mal gerochen habe, mit so einem leicht kandierten, also als würde ich einen kandierten, also nein. Als würde ich über die Kirmes gehen, einen kandierten Apfel essen und an mir vorbei läuft ein Mann mit einem Rosenbusch in den, oder Rosenstrauß in, dem Ar, in, der, in den Arm, quasi so ein Rosenverkäufer. Ne? So ist quasi das Feeling, wenn ich das rieche. Absolut. Absolut. Also das ist schon meins. Mag ich schon. Ja, doch. Aber ist nicht jedermanns Sache, ne? Meinte sie schon. Dann habe ich hier noch eine Tuchmaske aufgebraucht von Skin79. Das war in so einer Notino-Box drin. März, glaube ich. Ja, da war das dieses Freundschaftsding. Und ich finde dieses Bild hier drauf auch so wunderschön. Soul Girls Beauty Secret Mask. Und das ist K-Beauty Fleece, was ich liebe. Beruhigende Feuchtigkeit, mega weiche Haut hatte ich danach. Also die fand ich sehr, sehr empfehlenswert. Also sowas in der Box drin zu haben, ganz ehrlich, finde ich klasse. Weil das ist auch nicht selbstverständlich, dass du die Masken, die du in den Boxen drin hast, nachher als positiv bewertest. Das fand ich gut. Dann habe ich auch noch von Bubble Tea Hydrogel Under Eye Patches gemacht. Ja, ich habe tatsächlich auch noch weitere verwendet. Mit Vitamin E, grünem Tee und soll eine reinere Haut geben. Keine Ahnung, was es unter den Augen machen soll, aber fand ich auf jeden Fall angenehm. Rutscht nicht, fand ich dünn. Also ne, waren halt so dünne Pads, mochte ich einfach gerne. Ja, aber hat jetzt nicht meine untere Augenpartie gereinigt. Nö. Ja, ich glaube, ich habe auch gerade... Ja, kann ich euch schon verraten. Den Code von Kalmana wieder aktiv, HairLikeCloudy15. Da habe ich jetzt auch die neuen Haarpflegeprodukte zugeschickt bekommen. Shampoo und Spülung sind ab heute in Anwendung. Und ja, also ab heute, wo ich das Video drehe. Ich liebe diesen Leave-On-Conditioner. Du hast hier halt diese Pflege mit dabei, du hast den Hitzeschutz mit dabei. Und was ich halt auch so großartig finde, weil auch das ist kein günstiges Produkt. Ne? Ich glaube, es kostet auch seine 25 Euro oder so. Du hast hier so lange was von,
ich muss gerade echt überlegen, halbes, dreiviertel Jahr oder so hält das bei mir. Das ist einfach krass. Jetzt aktuell, wo das Ding aufgebraucht ist, habe ich ein so ein Leave-In-Conditioner plus Hitzeschutz in Anwendung. Das heißt schon mal zwei Produkte. Dieser Leave-In-Conditioner, den ich unten stehen habe, von einer sehr teuren Marke, ist auch schon fast aufgebraucht. Also das geht alles so schnell. Und das hier, wie gesagt, hält ewig und drei Tage, weil das ist halt kein flüssiges Produkt hier drin. Das ist wie so Creme. Und das ist, du brauchst nicht viel davon. Du kannst aber damit richtig viel auf deinen Haaren bewirken. Und das kann ich einfach nur unterschreiben. Und du hast ja auch noch den Hitzeschutz mit am Start. Also super krasse Empfehlung von meiner Seite, da mal vorbeizuschauen. Hair Like Claudi 15 ist mein Code für 15% Rabatt. Der ist nur für euch und das hier ist jetzt auch gerade nicht die Kooperation oder so. Die findet nämlich demnächst mal statt, aber das ist einfach nur so ein kleiner Tipp von mir. Ich benutze die Produkte, die ich halt von ihr bekomme, auch gerne auf von der lieben Jasmin. Und weil ich die einfach toll finde. Das ist jetzt nicht so, ich mache eine Kooperation, zeige euch die Produkte und dann war es das, sondern ich liebe die Produkte halt so sehr, dass ich sie auch bis zum letzten Fitzelchen super gerne aufbrauche. Und sie hat das Sortiment halt jetzt erweitert und da bin ich auch echt mal gespannt, wie die Produkte dann auch weiter wirken bei mir. So, dann haben wir hier noch eine Kerze aufgebraucht. So langsam ist ja die Zeit vorbei, dass ich hier auch im Hintergrund meine Kerzen anhabe. Jetzt gerade sind sie auch nicht an, weil es ja eigentlich echt warm genug ist. Und wenn ich jetzt auch noch Kerzen anmache, ich glaube, ich würde hier zerfließen. Ja, das war die Duftkerze Nordische Blaubeere von Profissimo. Die war sehr sanft in ihrer Duftabgabe, um das mal so zu sagen. War nicht aufdringlich oder so, ne? Fand ich einfach schön. Ja, gut abgebrannt. Also das war jetzt, aber sie hat tatsächlich auch nicht so lange gehalten wie andere Kerzen in der Größe. Da merkst du halt schon den preislichen Unterschied. Aber man kann die sich easy holen von Profissimo. Das ist eine gute Geschichte, keine Frage. So, dann habe ich hier noch ein weiteres Setting Spray aufgebraucht. Und zwar von My Makeup Obsession. Ist das das Hydra Burst Hydrating Fixing Mist. Und ja, das ist einfach ein Fixier-Spray gewesen, was ich dann auch auf meinem Gesicht aufgebraucht habe. Fand ich solide, würde ich mir jetzt aber nicht nachkaufen. Nö, also da, weiß ich nicht, fand ich das jetzt nicht so super krass überragend oder so. Dann habe ich was für meine Füße aufgebraucht von Müller. Genau, Müller kommt jetzt auch bei uns in die Stadt. Yay, ich bin sehr gespannt. Fußcreme sensitiv mit Bio-Arganöl und Cupuaçu-Butter, eine Intensivpflege. Das war auch tatsächlich sehr reichhaltig, aber ich mochte das. Also, und ich mochte das. Ich pflege jeden Abend meine Füße, die werden immer schön eingecremt, dann kommen da meine Söckchen rüber. Und ja, wenn ich dann ins Bett gehe, ziehe ich die Socken aus, alles ist eingezogen. Und ich habe wirklich gemerkt, dass wenn ich meine Füße, wenn ich da einfach mehr drauf achte, meine Füße mehr pflege, sie mehr eincreme, auch mal Nagelöl verwende und so, ne, ich habe viel weniger Probleme mit diesen ganzen Geschichten, was hier eingewachsene Zehennägel sind. Das hatte ich halt immer so an meinen, da wurde ich auch schon ein paar Mal damals dran operiert und so, ne? Also da an den Daumenzehen, dicker Onkel, weiß ich nicht, habe ich einfach viel, viel weniger dadurch, weil einfach alles durchfeuchteter ist und dadurch weniger verhornt und dadurch weniger einwächst. Ist einfach so, weil das wächst ja nur ein, weil du ja quasi hier diesen Nebenläufer hast, ne? Das hat man ja bei den Fingern ja ganz gerne. Und wenn dann der Nagel wächst, dann verhakt er sich darunter und dann wächst das quasi in die Hornhaut rein, die du dann ja quasi an der Seite deines Nagels hast. Nom, ich weiß, aber wir reden ehrlich hier miteinander. Und ja, deswegen muss man da einfach pflegen. Und das habe ich einfach realisiert. Das habe ich als damals Teenager noch nicht gewusst. Habe ich jetzt seit Jahren so in meiner Praktik. Und ich muss wirklich sagen, es hilft. Keine Frage. Das ist einfach so ein Gamechanger, sich jeden Abend die Füße einzucremen, immer mal wieder auch Nagelöl zu verwenden, damit die Nägel auch wirklich gepflegt werden. Und ich habe auch nicht mehr die Probleme, die ich sonst hier an dem kleinen Zeh quasi, ne, dass da so Druckstellen gekommen sind. Das ist auch nicht mehr so, weil einfach alles mehr Feuchtigkeit hat und alles mehr, das ist einfach alles schöner, Leute. Kann ich nicht anders sagen. So, verwendet Fußcreme. Große Empfehlung. Wow. Ja, noch ein Setting Spray. Ich war da sehr eskalativ unterwegs. Das war jetzt aber nur ein kleines Make-up Forever Mist and Fix. Das fand ich gut. Das hier hatte nur leider irgendwann einen echt blöden Sprühkopf, ne? Das heißt, das war dann als Setting Spray oder Fixing Spray nicht mehr ganz so gut geeignet. Meine Güte, habe ich viele Fixierungsgeschichten aufgebraucht.
Aber die waren auch alle schon irgendwie angebrochen. Ne? Ich bin jetzt auch so ein bisschen dabei, so ein paar Sachen auch mal aufzubrauchen. Das habe ich immer mal wieder im Jahr, dass es mich überkommt und ich dann zusehen möchte, auch mal alte Sachen aufzubrauchen. Dann habe ich hier noch was für die Haare aufgebraucht. Und das ist die dazu passende Spülung zu dem Balea Shampoo, was ich eben schon hatte. Die fand ich auch eigentlich ganz solide. Das hatte halt keine Ultimativ-Pflegewirkung oder sowas. Ne? Aber sie war halt gut. Ja, kann man nicht anders sagen. Ich habe sonst bei diesen Balea und Isana Shampoo und Spülungsgeschichten sehr, sehr häufig nämlich das Problem gehabt, dass meine Haare zu intensiv nachgefettet haben, zu schnell nachgefettet haben oder zu elektrisiert wurden. Das hatte ich auch öfters mal. Das ist bei dieser Reihe tatsächlich nicht so gewesen. Hat bei mir ganz gut funktioniert. Ne? Boah, ist hier noch viel drin. ja, das hier habe ich nicht aufgebraucht, aber meine Nägel werden, wenn ich das jetzt verwende, brüchig. Und ich habe jetzt umgestellt auf einen anderen Basecoat und ich glaube, man sollte sowas auch maximal, keine Ahnung, ein Jahr oder so in Anwendung haben. Hier steht jetzt drauf, 24 Monate darfst du es aufhaben, aber ganz ehrlich, meine Nägel sehen echt mittlerweile schlimm aus und das liegt nicht nur daran, dass ich halt viel mit meinen Händen mache, dass ich viel im Garten bin und tralafitti und so, sondern ich habe auch gemerkt, dass wenn ich, nee, das ist nicht gut. Das ist jetzt gerade einfach, glaube ich, nicht mehr gut. Und da habe ich gemerkt, dass das, glaube ich, gekippt ist. Ich weiß es nicht. Ich habe auch ordentlich was davon aufgebraucht. Ich glaube, ein Drittel dürfte noch so drin sein. Ne? Das ist hier von Nails Inc. der Base Coat. Der hat immer richtig, richtig gut funktioniert. Aber mittlerweile hält der auch nicht mehr so gut. Das heißt, also er hält noch gut, aber der Nagellack, der da drüber kommt, der hält halt nicht mehr so gut. Das habe ich gemerkt innerhalb von 2-3 Tagen ist mein Nagellack schon wieder abgesplittert und sowas. Das habe ich jetzt nicht mehr. Ne? Ich habe jetzt einen von OPI in Anwendung. Und wie gesagt, dann habe ich auch super brüchige Nägel bekommen. Ich schiebe dem hier das in die Schuhe. Muss ich mal gucken, ob es wirklich so ist. Das wird man ja erst im richtigen Langzeittest sehen. Ne? Genau, dann haben wir hier als nächstes ein, oh ja, das hat Julius aufgebraucht. Beziehungsweise Schatzi mit Julius. Eine Limited Edition Baby Love 2-in-1 Waschlotion und Shampoo Sensitive mit Kamille und Panthenol. Ne? Das wurde aufgebraucht, unter der Dusche verwendet und hat auch immer gut gerochen. Ich habe es damals auch gekauft, weil es eine Limited Edition ist und ich bin halt so ein absoluter Robbenfan. Das ist halt so mein Lieblingstier der Kindheit und hier ist eine Robbe drauf und ja, sowas ist halt auch immer ganz süß, wenn man unter der Dusche sitzt. Julius ist in der Dachphase, dass er natürlich auch alles erfahren möchte und dann hat er die Flasche so in der Hand und sagt da und dann muss man erklären, was da drauf ist und süß, ne? Ja, so ist das alles. Mhm. Dann habe ich hier noch was aufgebraucht und zwar ist das The Ritual of Sakura Pearl Scent Body Scrub. Achtung, Achtung, Leute, das ist ein Body Scrub, was glitzert. Achtung, Achtung, wascht euch das ordentlich runter, ansonsten kommst du als Edward der Vampir unter der Dusche her. Nur mal so am Rande. Und ich fand auch leider diese Peeling-Wirkung davon nicht so gut. Also da stehe ich eher auf die Zucker-Peelings, die Rituals im Sortiment hat. Da musst du nicht so ein Klimbim machen. Also ich muss nicht glitzern. Nein, ich möchte gepeelt werden, ich möchte, dass die Produkte funktionieren, dass sie gut duften, aber ich möchte nicht glitzern. Das muss nicht sein. Wer ist eigentlich Holla diese Waldfee? Keine Ahnung, aber ich muss es an dieser Stelle sagen, Holla die Waldfee, es geht noch weiter. Ich habe hier noch ein Körperpeeling aufgebraucht, das ging super schnell leer. Das war jetzt gerade erst in irgendeinem Osterei drin. I Want You Naked. Ich glaube, das war das Glossybox Osterei, ne? Body Scrub Coco Glow. Hier ist aber kein Schimmer drin. Das ist einfach der Glow, den du bekommst, dadurch, dass du deine Haut peelst. Da war nicht viel drin. Oh, das ist halt nicht so, weiß ich nicht. 100 Milliliter waren hier drin, keine Ahnung. Es ging so schnell leer. Ich konnte über den Kokosduft hinwegsehen. Der war da, definitiv. Man hat es intensiv auch gerochen. Ich fand, genau, das halt auch sehr flüssig, ne? Dafür musstest du halt nicht das Peeling nochmal umrühren, was du sonst so bei Zuckeröl-Peeling hast. Das war, glaube ich, mit Zucker oder war das mit Salz? Mit Salz, das war ein Salzöl-Peeling. Ansonsten hast du das, dass du bei Zuckeröl-Peelings oder Salzöl-Peelings das immer mal wieder umrühren musst, damit die beiden Sachen sich miteinander verbinden. Hier war das die ganze Zeit verbunden, war deswegen aber auch sehr flüssig und dementsprechend war das dann in der Anwendung so, dass es sich halt relativ schnell aufgebraucht hat. Man hat auch recht viel gebraucht, weil ich fand die Peeling-Wirkung davon jetzt nicht so super krass intensiv. Ich fand es solide, aber ich würde es jetzt nicht nachkaufen. Bin ich ehrlich, da gibt es andere, die ich einfach viel, viel besser finde und euch da einfach ein bisschen mehr ans Herz legen möchte.
definitiv. Dann habe ich hier auch noch etwas aufgebraucht von Biotherm, die Aquasource Ziza Nutri Cream habe ich abends angewendet und ich habe da sehr viel Hoffnung reingesetzt, weil Biotherm und ich nicht immer die besten Freunde sind, das Retinol vertrage ich nicht so gut, die Cremes sind mir manchmal einfach zu stark mit, ich weiß nicht, entweder Parfüm oder Alkohol versetzt, sodass meine Haut darauf reagiert. Und hier war das auch tatsächlich so, dass wenn ich zum Beispiel ein chemisches Peeling gemacht habe, dass ich die danach nicht gut verwenden konnte. Weil dann, auch wenn ich danach noch Serum und so weiter aufgetragen habe, ne, mein Gesicht hat gebrannt, als ich das dann aufgetragen habe. Und das ist nicht so angenehm. Also ich weiß, dass manche Produkte auch mal mit der Haut reagieren dürfen, sodass man dann so ein leichtes Prickeln spürt oder ne, das reagiert halt manchmal. Das ist auch vollkommen in Ordnung. Aber hier habe ich halt einfach gemerkt, dass es sich unangenehm angefühlt hat. Und eigentlich sollte Ziza, also Tigergras ist es ja eigentlich, ne, ja gut funktionieren und die Haut beruhigen. Und eher sanft sein. Das heißt, du solltest Ziza und auch Nutri, also Nutri ist eine Nutrition, also eine Nahrung für die Haut, solltest du ja nicht in dem Sinne spüren, mein Empfinden. Und da war ich dann halt leider ein bisschen traurig. Naja, aber trotzdem fand ich die halt in den Momenten, wo sie nicht gebrannt hat, richtig gut. Also die Pflegewirkung war klasse. Die hat auch wirklich schön genährt, ohne zu viel auf der Haut zu sein. Aber ich würde sie jetzt nicht sensiblen Häutchen empfehlen. So. Genau. Ich weiß auch gar nicht, ob die extra für sensible Haut gedacht war oder so. Aber das ist so meine Einschätzung zu der Creme. Dann habe ich hier auch noch aufregenderweise Ultrabinden von Facel aufgebraucht. Extra lang und Flügel. Ne? Sowas kann man immer mal ganz gut gebrauchen, wenn man seine Periode hat zum Beispiel und dann abends nicht unbedingt ein OB reinhaben möchte oder ein Tampon. Dann habe ich von Balea das, ja, die Cremeöl Body Lotion mit Arganöl und Kirschduft aufgebraucht. Trockene und beanspruchte Haut. Hier war ich positiv überrascht. Balea hat mich dieses Mal wirklich positiv überrascht, Leute. Denn normalerweise ist es so, dass Balea Body Lotions oder Body, was auch immer, irgendwas, was ich mir auf den Körper gebe und was einziehen soll, Schlieren bildet, nicht vernünftig einzieht, auf der Haut verbleibt. Das war hier nicht so. Das war super, super, super angenehm von der Konsistenz her. Es hat sich toll verteilen lassen, ist toll eingezogen und hatte auch einen angenehmen Duft. Ich habe jetzt nicht gerochen wie diese Kirschlollis für 5 Cent, die man damals im Tante-Emma-Laden kaufen konnte, sondern das war einfach so ein entspannter Kirschduft, aber der war auch relativ schnell verflogen. Ne? Ja, also ich fand das theoretisch sogar sehr geil. Also kann man sich anschauen, wenn man möchte. Hat bei mir ganz gut funktioniert. Bei super, super trockener Haut ist es vielleicht ein bisschen zu wenig, aber an und für sich ein sehr gutes Produkt, was ich einfach empfehlen möchte. Jo. Ich bin nicht mehr ganz so alleine hier oben, denn Julius kann nicht schlafen und ja, da lasse ich ihn jetzt einfach mal hier so ein bisschen rumlaufen. Da habe ich hier von The Body Shop das Erdbeerduschgel Strawberry. Ist schon schade, dass The Body Shop sich so langsam verdünnisiert, also quasi nicht mehr da sein wird und dementsprechend wir nicht mehr so in den Genuss der wundervollen Produkte kommen dürfen, denn eigentlich fand ich die wirklich gut, ne? Keine Ahnung, ist echt schade, was so im Laufe der Zeit passiert. Dann habe ich hier von Unitouch diese Kaviar-Maske. Jo, die hatten wir auch irgendwo mit dabei. Fand ich mega. Das Vlies ist super dünn, total nass. Das Serum ist nährend und pflegend. Und genau, das war in der Beauty.at-Box eine sehr, sehr, sehr schöne Maske. Die mochte ich gerne. Dann habe ich hier noch eine Maske aufgebraucht von Emma Hardy, die Moringa Renewal Treatment Mask. Wenn man diesen extremen Duft mag und das dann auch akzeptiert, dann ist das vollkommen in Ordnung. Ich verwende solche Crememasken ja gerne morgens, während ich meine Zähne putze und Pinsel wasche und so, ne? Und da war die vollkommen in Ordnung, hat auch schön die Haut gepflegt, genährt und auch ein schönes Hautbild hinterlassen. Ja, ist jetzt nichts, was ich mir so aktiv kaufen würde, aber definitiv eine Maske, die ich in der Anwendung schön fand und wenn ich die in Boxen drin habe, auch gerne weiterverwende. Dann habe ich hier noch eine kleine Maske aufgebraucht von Sisley, die Creme à la Rose. Oder wie die heißt, Instant Jeunesse, keine Ahnung. Das war mal irgendwo als Probe oder so mit dabei. Auch das eine sehr schöne Maske, die ich immer wieder gerne verwende. Die habe ich auch schon mal verwendet gehabt. Ist halt wirklich unverschämt teuer, aber nehme ich gerne, wenn ich so nehmen kann. Dann habe ich hier ein Lippenöl von M. Asam Finish aufgebraucht. Das Starshine Lip Oil mit ganzen 1,6 Millilitern. Das hatten wir im Adventskalender. Das hat okay gepflegt. Also ich mag tatsächlich lieber das von Luna Beauty.
Das ist mehr so meine Welt von der Pflegewirkung her. Das hält länger an. Ich fand, das hier ist relativ schnell eingezogen und ist auch wie so eine Art Trockenöl mehr auf den Lippen gewesen dann, ne? Nochmal aufgebraucht. Nee, doch nicht. Das ist eine andere. Die Dalton Bubble Maske. Die ist halt wirklich auch richtig schön zur Reinigung, ne? Weil die so schön aufschäumt auf dem Gesicht mit dem Vlies zusammen. Das ist total fancy und dementsprechend auch ein schönes, gereinigtes Hautbild hinterlässt. Aber nicht so ein Quietschereinig. Reinigungsgefühl hinterlässt. Also das ist auch eine sehr, sehr, sehr schöne Maske, die ich empfehlen kann, wenn man halt so seine Erdbeerwoche hat oder wie auch immer. Die kannst du natürlich nicht zweimal verwenden. Da hast du dann nur einmal Spaß, weil sobald aufgeschäumt, ist es fertig, ne? Dann habe ich hier noch eine Geschichte aufgebraucht. Das ist für meine untere Augenpartie gewesen. Die war richtig, oder die mochte, die habe ich schon zwei, drei Mal aufgebraucht. Die ist richtig, richtig gut. Von Mood Mask geht diese Serum Infused Eye Mask. Ja, gegen dunkle Schatten und Augenringe und hast du nicht gesehen. Mag ich immer wieder gerne. Also die ist mit so einer, mag nicht jeder Konsistenz, sage ich jetzt mal, weil das auch ein bisschen stückig da drin ist. Aber tatsächlich ist es ein Produkt, was ich immer wieder empfehlen kann und mich immer wieder freue, wenn wir das auch irgendwo in Boxen haben. Und ja, schönes Produkt auf jeden Fall. Dann habe ich hier einen Raumduft aufgebraucht von Domol. Der war relativ schnell aufgebraucht und auch nicht so intensiv. Den hatte ich hier auch im Badezimmer. Das fand ich nicht so gut. Jemand räumt hier gerade meine Mülleimer leer. Dann habe ich hier die Kiko Yellow Clay Mask aufgebraucht. Die hatten wir, glaube ich, in dem Adventskalender drin. Die fand ich auch schön. Die hat gut gereinigt. Die ist aber sehr, sehr reinigend, ne? Das ist halt auch so eine trocknende Maske. Hier muss man aber ein bisschen aufpassen, dass es halt auch wirklich austrocknend ist, ne? Das heißt, danach auf jeden Fall auch eine ordentliche Pflege auftragen. Ansonsten könnte es gerade bei trockener Haut dazu führen, dass die Haut zu sehr ausgetrocknet ist. Und das möchte man ja nicht unbedingt. Dann habe ich hier noch etwas von Dalton aufgebraucht. Und zwar ist es ein absolut krasses Produkt, dieses Soul Face Oil habe ich morgens verwendet und das war mir nicht zu viel. Das war so gut, dass ich hatte das von Delia im Adventskalender. Glow Gesichtsöl. Das ist schon wirklich upper class, um das mal so zu sagen. Ne? Das ist auch nicht günstig und so, aber du hast da auch länger was von und es ist definitiv ein Gesichtsöl, was ich auch empfehlenswert finde und was man ganz gut verwenden kann. Also eine schöne Sache. Ich muss zusehen, weil der kleine Mann hier schon meinen Tisch abräumt. Als nächstes habe ich hier noch eine Zahnpasta und zwar ist das diese Lacalot Sensitiv. Die kann ich immer sehr gut gebrauchen, weil ich ja auch ein sehr sensibles Zahnfleisch habe. Ne? Das war mal in der Probe mit dabei, als ich bei Rossmann was bestellt habe. Sagen viele, und das stimmt auch tatsächlich, das ist relativ salzig vom Duft her. Nicht, ne, das ist immer noch am Start. Der räumt von mir ein bisschen den Tisch. Das ist aber auch in Ordnung. Dann habe ich meine liebste Mascara, die Nabla Vicious, aufgebraucht. Das ist diese hier. Ihr bekommt diese Mascara bei Purish. Da könnt ihr mit Claudis Welt 15 sparen. Ihr bekommt sie auch bei Cosmetic Palace. Da könnt ihr mit Claudi 15 sparen. Müsst ihr einfach schauen, wo es euch gerade am besten passt zu bestellen. Und ja, ich mag sie sehr gerne. Ist neben der MAC Stack Mascara, der L'Oreal Panorama Mascara und ja... welche hatte ich denn noch letztens im Live aufgezählt? Weiß ich gar nicht. Halt auf jeden Fall eine meiner absoluten Lieblingsmascaras. Die ist sehr, 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 sehr schön. Macht ein tolles Ergebnis. Und man muss bei Mascara halt immer ein bisschen aufpassen, weil man sollte eigentlich, wenn du eine Mascara in Daueranwendung hast, sollte man zusehen, dass man die so innerhalb von, ich sag mal, 6 Wochen spätestens, sollte man die dann auswechseln. Ne? Aber ja, die war jetzt auch irgendwann eingetrocknet. Genauso wie dieser Eyeliner von Essence, Super Fine Liner Pen, der hat mich ein bisschen enttäuscht. Der war relativ schnell eingetrocknet. Und ja, genau, dementsprechend konnte ich den dann irgendwann nicht mehr weiterverwenden. In der ersten Benutzung war alles soweit so gut und auch die nächsten Male danach. Aber nach einer gewissen Zeit war der dann eingetrocknet und dann muss er irgendwann halt auch gehen. Ne? Das habe ich Julius gemopst. Das ist ein Baby Dream Sensitive Pflegeöl. Das habe ich gerne für meine Oberschenkel verwendet, einfach um sie zu pflegen. Da mache ich mir gerne Öl drauf. Ne? Und da kam das ganz gut, war ganz angenehm, ist auch schön eingezogen und fand ich einfach toll, so ein bisschen diesen Babyduft an mir dran zu haben. Noch eine Mascara habe ich aufgebraucht. Das ist von Iconic. Die ist überraschend gut. Die Triple Thread Mascara. Das ist diese hier. Die hat auch so ein ganz fancy Bürstchen, dass man halt gar nicht erst vermuten würde, dass die halt so eine gute Qualität hat. Aber ihr habt es in meinem Full Face Iconic auch gesehen. Das ist so ein Gummibürstchen, was fast keine Borsten hat. Ne? Dass die halt auch sehr, sehr schön
ein sehr, sehr schönes Ergebnis gemacht hat. Die hat halt Wawa Woom Lashes gemacht und deswegen hatte ich sie dann auch hier in meinem Schminktisch und habe sie aufgebraucht. Dann habe ich auch noch eine Maske aufgebraucht von Peter Thomas Roth, die Rose Stem Cell Maske, Anti-Aging Gel Maske. Die war solide, war jetzt aber nichts, wo ich sage, oh mein Gott, überragend, braucht man auf jeden Fall. Ne? Das war halt eine okaye Maske. Dann haben wir hier noch ein bisschen was, und zwar ein Parfum, was mich nicht so umgehauen hat, von JUS oder JU, Blue Mastral. Das ist so eine kleine Geschichte gewesen, die war in dem in einem Adventskalender, in einem Parfüm-Adventskalender. Und das fand ich jetzt, also war im Laufe der Zeit halt doch relativ muffig und fand ich nicht so schön. Der hat sehr lange gehalten von Huda Beauty, der Lifeliner Quick and Easy. Den fand ich auch sehr, sehr schön. Der hat lange toll gemalt, aber irgendwann ist dann halt auch dieses Pinselchen ausgefranst, sodass es einfach nicht mehr zu gebrauchen war. So kann man das sagen. Noch ein Eyeliner ist mir eingetrocknet von Essence, der Eyeliner Pen in Waterproof. Das ist ja der Klassiker. Den fand ich immer wieder super, habe den immer wieder nachgekauft und kann das halt auch wirklich so sagen. Ich weiß nicht, ob es den auch noch so gibt, aber ich mochte den schon immer sehr, sehr gerne und fand ihn auch immer sehr empfehlenswert. Ein bisschen ist hier noch was drin, genau, Julius guckt auch gerade. Und zwar habe ich hier nochmal die Lacalute Zahnpasta einmal aufgebraucht. Dann sind hier noch ein paar Stäbchen von dem Raumduft drin, aber die können ja weg. Zack, dann stellen wir den mal zur Seite, den Korb. Ja, schlimm, Julius, ne? Der Pinsel ist mir leider gebrochen von Colourpop, der E18. Ich habe die ja auch immer sehr intensiv in Anwendung. Der war okay. Ja, also ein guter Pinsel, mit dem habe ich halt auch immer gerne so meinen Glitterliner aufgetragen. Ne? Ist jetzt aber einfach Uppe. Hier ist noch die C-Ampulle. Da hatte ich euch ja eben auch schon zugesagt, dass ich die halt sowohl im Gesicht als auch auf meiner Kaiserschnittnarbe verwendet habe und da einfach auch sehr empfehlenswert finde. Und zu guter Letzt habe ich von Dermalogica die Multivitamin Power Recovery Maske. Die fand ich auch gut. Also die hat schon so einen Anti-Aging-Erfrischungseffekt, wie auch immer, gegeben. Kann man definitiv machen. Ob ich die jetzt unbedingt nochmal brauche, weiß ich nicht. Dafür habe ich jetzt nicht so den ultimativen Effekt gesehen. Ne? So, und bevor der kleine Mann mich hier alles nochmal so komplett auf links dreht, hat er eigentlich schon, oder eine zu sehr krasse musikalische Untermalerung hier vornimmt, würde ich mal sagen, das wäre es hier gewesen. Ich hoffe, dass euch die letzten 5 Minuten nicht allzu sehr getriggert haben, aber ne, ich bin halt eine Mutti, ich habe ein Kind und manchmal ist es halt einfach so, dass man den Bring dein Kind zur Arbeit Tag hat. Und nun, ihr Lieben, das wäre es hier schon wieder von mir gewesen. Schreibt mir super gerne mal in die Kommentare rein, welches Produkt du tatsächlich als letztes aufgebraucht hast. Das würde mich mal interessieren und dann wäre es schon wieder gewesen. Wenn es dir gefallen hat, wäre ein Däumchen ein Träumchen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.